Hab ich nicht gequatscht? Ich bin schon wieder nervös. Ich bin immer nervös. Ich habe 600 Filme. Hallo, guten Morgen. Ich stehe hier in Bern, Morgenstunde, und neben mir steht der Thomas Leuthardt. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Stefan. Und zwar wollen wir heute Streetfotografie machen. Kenne ich mich ja gar nicht mit aus. Der Thomas ist der Experte, kommt hier auch aus der Schweiz. Und ich habe im Vorfeld auf Facebook rumgefragt, was ihr so für Fragen an den Thomas habt. Und da werden wir ein paar durchgehen. Ich fange ganz unkompliziert direkt an. Und zwar die erste Frage, die ganz, ganz oft gekommen ist und die ihm auch immer gestellt wurde, wie wir im Vorfeld festgestellt haben, ist so diese rechtliche Sache. Da kommt gerade ein Jogger vorbei, wenn wir den jetzt fotografieren würden. Wie ist das mit der rechtlichen Geschichte, Thomas? Der hat eine Kapuze auf, und wenn ich den von hinten fotografiere, ist das überhaupt kein Problem. Aber mal von ganz vorne. Ich glaube, ich muss sagen, in Deutschland ist es keine Rechtsberatung, also denkt jetzt nicht, ihr könnt euch darauf berufen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, von ganz konform bis überhaupt nicht konform. Die konformste Variante wäre der Model-Release-Vertrag, den man ja in der Fotografie auch kennt. Das Problem ist, du musst das Bild machen, gehst hin, sprichst mit dem, hältst ihm Papier unter die Nase und sagst, bitte unterschreiben Sie. Hast du schon einmal gemacht? Nee, habe ich noch nie gemacht, aber ich sage es immer wieder als die saubere Variante. Weil das Problem ist, einerseits musst du dann mit den Leuten reden, musst denen erklären, warum du das tust, wo die Bilder drauf kommen, Namen und Adresse notieren, also sehr viel Bürokratie. Und wahrscheinlich sagt er sowieso nein, weil wer würdest du unterschreiben? Nein. Eben, ich auch nicht. Aber es wäre natürlich komplett konform. Du müsstest dann aber auch die Blätter dann aufbewahren. Ich habe bei Flickr etwa 2500 Bilder, das ist ein Stapel von etwa so viel Papier. Mhm. Und wenn es jetzt bei Lightroom noch eine Funktion gäbe, wo man beim Bild noch einen Anhang dazufügen könnte, wäre es noch ein bisschen einfacher, aber du musst das alles aufbewahren. Das ist sehr, sehr viel Aufwand, und ich denke, das kann man machen, aber es ist nicht sehr praktikabel. Mhm. Variante 1. Dann gehen wir gleich auf die andere Seite. Das komplett andere ist, das Risiko zu tragen. Das mache ich jedes Mal, wenn ich fotografiere. Ich mache mein Bild, ich frage nicht, ich inszeniere nicht. Ich fotografiere den Joker, und wenn er es merkt, dann kommt er vielleicht, fragt, was machst du da? Sage ich ihm, ja, ich mache Street-Fotografie. So sieht das Bild aus. Wenn man dann natürlich sagt, Facebook, Flickr und was weiß ich, dann hat er wahrscheinlich auch nicht unbedingt Freude. Da kann man sich ein bisschen rausreden oder ihm irgendetwas erzählen, was er dann abnimmt. Ob man das machen will, ist jedem selbst überlassen. Aber da ist die Chance größer, dass du ein bisschen Bilder bekommst, und auch braucht ein bisschen Mut, das Risiko zu tragen. Und hier ist dann die Frage, wie häufig wurde ich schon verklagt? War ich auch noch nie verklagt worden? Ich mache das jetzt seit 9 Jahren, und die Chance ist nicht so groß. Natürlich kann es sein, dass morgen einer kommt. Aber es gibt in Deutschland einen Fall, der ist noch am Laufen, vom Espen Eichhöfer, könnt ihr mal googeln. Der ist der will bis zum höchsten, obersten Gerichtshof gehen, und der ist irgendwo jetzt mittendrin, und das verzögert sich, und da wird auch nicht wahnsinnig viel passieren. Also es ist so, es ist nicht erlaubt. Man unterscheidet zwischen Aufnahme und Veröffentlichung. Die Aufnahme ist weniger das Problem, aber die Veröffentlichung, da müsste man die Zustimmung der Person haben. Es gibt noch 2 Mittelwege, dass du entweder sagst, gut, ich fotografiere unkenntlich, also den Joker nur bis zur Hüfte, nur im Gegenlicht, ohne Kopf, also ohne Kopf, ohne sichtbaren, erkennbaren Kopf. Kannst du ihn auch noch schwarz machen, meine Silhouette, also komplett schwarz, dass man das nicht rausholen kann. Das geht natürlich auch. Oder du fotografierst, oder du publizierst gar nicht. Das ist die andere Frage. Das ist nur so für dich selbst quasi. Genau. Aber das will auch keiner. Also von dem her gibt es nicht viele Möglichkeiten. Als unkenntlich, jetzt kommt er wieder. Wir haben noch einen zweiten Versuch. Wir warten drauf. Er möchte fotografiert werden. Ja. Nee, eben unkenntlich oder das Risiko tragen. Das ist so meine Devise. Und wenn ihr meinen Stream anguckt, ich habe beides gemacht. Also von dem her, ich mache es nicht. Ich habe keine Angst, aber es ist halt auch so, nur Porträts zu fotografieren ist auch nicht interessant. Doch. Es kommt drauf an, ja, aber wenn du zu viel Porträts fotografiert hast und je näher ran, dass du gehst, umso weniger von der Umgebung siehst du. Das ist natürlich so. Umso weniger Geschichte siehst du. Also wenn du immer ganz nah dran bist, dann verpasst du irgendwas. Und deshalb bin ich in letzter Zeit eher weiter weg unterwegs, versuche noch die Kulisse oder das Rundherum ein bisschen einzubeziehen, und das ist momentan mein Ding. Ja. Ich habe gesehen, ich habe ein paar YouTube-Videos von dir gesehen, du bist auch von 35 mm auf 50 mm, nein, von 50 auf 35 gegangen quasi. Ja, ich habe ja mit 85 mm angefangen, ganz am Anfang, und habe da ganze Szenen von der anderen Straßenseite fotografiert, habe mir die Domain 85mm.ch reserviert vor 7, 8 Jahren.
und habe dann gemerkt, mein Interesse am Menschen ist viel größer als meine Angst und bin dann immer näher rangekommen und habe dann das 50er genommen auf Crop 1,5 und jetzt bin ich auf 35. Also ich bin so nahe dran und habe so wenig Angst, dass ich problemlos eine weite Brennweite nehmen kann und sehr nahe fotografieren kann. Mhm. Ist es schon mal passiert, dass du irgendwie angemault wurdest von jemandem oder so Probleme hattest? Ich glaube, seitdem ich eine kleinere, spiegellose Kamera habe, kommt das sehr viel weniger häufig vor. Früher mit der Spiegelreflex am Auge ist das viel, viel mehr aufgefallen. Also es hat auch sehr viel mit der Technik zu tun. Ich werde ab und zu mal angemalt. Manchmal fragt einfach jemand, was machen Sie da? Haben Sie mich jetzt fotografiert? Dann kann man sich noch rausreden. Einmal in Japan war einer, der war sehr aggressiv. Das Problem ist, ich habe kein Japanisch gesprochen, er kein Englisch. Und ich habe nicht verstanden, was sein Problem war. Ja. Natürlich, es ging ums Bild, aber ich habe das Bild gelöscht, habe ihm gezeigt, es ist gelöscht. Aber er konnte sich nicht mehr beruhigen. Und da bin ich irgendwann dann wieder rausgekommen, aber es war schon ein bisschen schwierig. Aber so richtig körperlich mit Schlägen oder so ist bis jetzt noch nichts passiert. Ja, das denken ja alle, dass einem die Kamera kaputt gemacht wird oder geschlagen wird. Das ist alles... alles im Kopf dieser Leute, die das denken. Okay. Ja, wobei ich glaube, das hilft dir auch. Du siehst halt relativ nett aus. Ich kannte dich ja nicht vorher. Habe mit meiner Freundin geguckt, wer ist denn eigentlich der Thomas? Wir fanden beide, du siehst eigentlich nett aus. Ich glaube, das hilft. Oder? Ich denke, es hilft schon, wenn du lächelst und ein bisschen nett rüberkommst. Das ist auch so. Klar, als Mann mit einer Kamera in der Nähe eines Kinderspielplatzes ist man immer der Pädophile. Als Frau hätte man wahrscheinlich ein bisschen mehr Vorteile, aber sich jetzt deshalb als Frau zu verkleiden, macht auch keinen Sinn. Aber es ist schon so, wie du rüberkommst, so kommt es auch zurück. Also wenn du ganz freundlich rüberkommst, den Leuten erklärst, was du machst, vielleicht ein paar Bilder mitnimmst, dann ist das viel, viel einfacher, als wenn du da aus dem Versteckten mit einer langen Linse der Paparazzi spielst, dann kommt es nicht so gut an. So, Thomas, dann lass uns noch mal ganz kurz über Technik reden. Du hast da umhängende EM, ich kenne mich ja nicht so aus, du bist EM10-2. Das ist nicht das neueste Modell, ne? Doch, das ist das Neueste. Das Neueste kommt erst gegen Ende Jahr raus. Also schon es ist nicht das größte Modell. Deswegen. Also, ja, eben. Also wenn du das OMD-Lineup anschaust, ist das die Kamera für den ambitionierten Einsteiger. Das ist, glaube ich, der Slogan von Olympus. Okay. Das mag ich immer besonders, also, dass ich also, da mit relativ... Also formuliere ich das neu. Also es ist nicht die Top-Kamera von Olympus, sondern eine Einsteiger, also Mittelklasse quasi. Ist nicht das Top-Modell. Aber für meinen Zweck sehr gut geeignet. Einerseits, weil sie sehr klein und kompakt ist. Ja, die ist kleiner als meine Hand. Weil das Topmodell hat dann noch mehr Griff und ja, ist ein bisschen größer, schwerer, teurer und für meine Zwecke nicht besser geeignet. Und ich bin der Meinung, auf der Straße musst du sehr diskret unterwegs sein. Mhm. Man sollte dich nicht sofort als Fotografen erkennen oder wenn sie dich sehen, dass es eher als Tourist wirkt. Es ist viel einfacher, wenn du als Tourist wahrgenommen wirst, dann denkt jeder, der macht einfach ein bisschen Fotos. Mhm. Als wenn du da mit einer großen Kamera und viel Equipment kommst, dann fällst du einfach eher als Störfaktor auf, als ein Teil der Szene. Mhm. Linse, jetzt in diesem Fall ein 35mm umgerechnet, also 17 mit Crop 2. Mhm. Ja, Klappdisplay finde ich sehr wichtig, das hilft mir sehr, einen schnellen Autofokus und sonst. Ja. Jetzt hast du eine Festbrennweite, ich habe gesehen, du läufst immer mit Festbrennweiten rum. Bist du denn auch offenblendig unterwegs oder könntest du eigentlich auch einen Zoom nehmen und auf Blende 8 gehen? Ja, das Problem ist halt auf der Straße, heute ist es sehr hell, aber sonst ist es häufig auch eher ein bisschen düster, so in den Gassen drin, an Bahnhöfen oder in Gebäuden drin. Und der Vorteil ist halt, wenn du dich nicht um die Blende kümmern musst. Ich arbeite sowieso nur auf P, das verstehen auch viele nicht, weil ich habe keine Zeit, um die Einstellungen zu machen. Und wenn ich hierhin fotografiere, ist es sehr hell. Wenn ich hierhin fotografiere, sehr dunkel. Und dann macht die Kamera das für mich und ich muss nur noch ein bisschen Belichtungskorrektur machen, den Autofokuspunkt setzen und kann so eigentlich sehr schnell und effektiv mein Bild machen. Und so gesehen ist das für mich sehr hilfreich, wenn die Kamera viel macht. Das ist ein Werkzeug, die soll auch was tun. Das soll sich ihr Geld verdienen. Sehr gut. Genau. Ja. Okay. Dann noch so die typische Frage, Streetfotografie. Was ist denn gute Streetfotografie? Mann mit Kaffeetasse, alter Mann mit Kaffeetasse. Ja, das Schwierige ist ja das, was wir jeden Tag sehen, ist nicht das, was interessant ist. Also das Schwierige auf der Straße ist, irgendwas zu sehen, was die anderen entweder gar nicht sehen oder wo man sehr selten sieht, was irgendwelche Emotionen weckt. Oder den Betrachter anspricht.
Ich sagte, weil ein Bild muss entweder sehr ästhetisch sein oder eine sehr starke Geschichte erzählen oder natürlich beides. Aber wenn es eine banale Geschichte ist, wie zum Beispiel ein Mann am Handy und das noch schlecht gestaltet ist, dann wird das niemand sehen. Also kümmert euch, wenn ihr keine Geschichte seht, wenigstens um die Gestaltung, dass das Langweilige, das ihr festhaltet, wenigstens sehr, sehr schön gestaltet ist oder kreativ gestaltet ist. Also Bildgestaltung finde ich sehr wichtig, ein bisschen Kreativität und etwas Besonderes sehen, was andere nicht sehen. Mhm. Natürlich ist es relativ einfach erklärt, aber das dann zu erreichen, ist wahrscheinlich hat mehr mit Training und Erfahrung zu tun, als mit Technik oder einfach nur mit rausgehen. Also es ist schon nicht so ganz einfach, da die Essenz, ja also ich kann es auch nicht selten sehr gut erklären, ich muss mit den Leuten rausgehen und sagen, dort sehe ich das, dort sehe ich das, dort sehe ich das, mal ein Schatten, mal eine Kombination aus Vordergrund und Hintergrund, mal Strukturen, ja. Ja, eben ist in der Landschaftsfotografie ja genauso, da werde ich auch ständig gefragt, was macht eine gute Komposition aus und ja, Drittelregel, aber ja, vor Ort ist, sehen, das ist halt... Ja, das ist das, was man wahrscheinlich sehr schwer definieren kann und das ist auch in jeder Stadt, an jedem Ort wieder was anderes, zu jeder Tageszeit was anderes, weil wenn die Sonne von hier kommt, mache ich wahrscheinlich andere Bilder, als wenn sie von hier kommt oder wenn es regnet. Also ich muss sehr flexibel sein, basierend auf Wetter, Tageszeit, persönliche Verfassung, auch was ich für eine Kamera dabei habe. Es macht Sinn, wenn du nicht einfach möglichst viel mitnimmst, sondern von Anfang an weißt, was du fotografieren möchtest. Also guckst raus, gut, heute regnet es, eher lichtstarkes Objektiv, eher was mit Spiegelungen oder mit dem Regen halt machen, als mit Sonnenschein und Schatten. Also kannst dann genau definieren, heute muss ich diese Kamera und diese Linse mitnehmen und hast dann nicht mehr als das dabei. Mhm. Im Vorfeld hat der Thomas mir für den Facebook-Eintrag ein Bild geschickt, so Mann am Bahnhof, ein schönes Bild. Und das habe ich gesehen und dann habe ich es meiner Freundin gezeigt. Die Geschichte möchte ich kurz erklären. Und was ich sofort gesehen habe, ist halt die Silhouette und ihm guckt irgendwas aus dem Rücken raus. Das ist irgendwie ein Pfosten im Hintergrund oder was, der so rausguckt. So. Und das habe ich sofort gesehen, mich hat an dem Bild gestört, dass Pfosten rausguckt. Dann habe ich meine Freundin reingerufen und sie hat gesagt, oh, geiles Bild und da ist bestimmt eine Geschichte, der Mann und so weiter. Und sie wollte quasi gleich die Geschichte von dem Mann wissen. Und ich habe mich nur gefragt, warum hast du diesen Pfosten da nicht weggemacht? Welcher Pfosten? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, voilà, guck mal. Muss ich nachher reinschauen. Ja. Also irgendwie, das sieht aus, also ja. Eine Antenne oder keine Ahnung, irgendwas im Hintergrund. Das kann gut sein. Ich hatte kürzlich mal eine Erfahrung, da hat jemand ein paar Bilder rausgestellt gehabt von mir an einem Event irgendwo in Rumänien oder so. Da bin ich mit jemandem da gestanden, der hat da jedes Bild kurz mir irgendein Feedback gegeben, aber er wusste nicht, dass ich die Bilder gemacht habe. Und hat gesagt, ja, beim ersten Bild ist die Hand zu hell und beim zweiten Bild ist das nicht gut. Und ich gesagt, ja, danke fürs Feedback. Und bis er gemerkt hat, dass das Bild von mir ist, dann war es ihm extrem peinlich. Und seit da ist die Hand wirklich zu hell auf diesem Bild von dieser Dame. Also, jeder sieht das Bild anders. Man sieht das manchmal nicht, das ist so. Und ich, ja, aber das ist auch genau der Punkt. Wenn du ein Bild machst, du kannst 10 Leute fragen und die sehen 10 andere Dinge oder andere Geschichten. Und von dem her, wer sagt, was die richtige oder die beste Geschichte ist. Schlussendlich muss es dir gefallen, du musst dahinter stehen, du musst dein Bild auch nicht verteidigen, wenn es einem anderen nicht gefällt, ist das vollkommen egal. Ja. Also wenn es für dich stimmt. Ja. Letzter Punkt vielleicht noch, Nachbearbeitung, deswegen habe ich da drauf. Machst du viel Nachbearbeitung oder nur irgendwie Schwarz-Weiß-Filter und gut ist? Ja, ich habe jetzt auch Presets seit ein paar Monaten und früher habe ich nicht so viele Presets verwendet, aber jetzt gucke ich mal alle Presets an, weil es passt am besten und ich bin sehr faul und pragmatisch. Mhm. Also kombiniert ist es dann sehr wenig Bearbeitung und immer aufs ganze Bild angewendet, also 5 Klicks. Ich sage ja, was ein gutes Bild entsteht in einer Minute, eine Sekunde, um es aufzunehmen und 59 Sekunden, um es zu bearbeiten. Und wenn es zu lange dauert, dann ist am Bild irgendwas falsch. Und nicht an der Bearbeitung. Also du kannst es nicht besser machen, wenn es nicht funktioniert. Nee, die Ausgangsbasis muss da sein. Ja. Mhm. Und dann kannst du es auch innerhalb von einer Minute bearbeiten. Da musst du nicht viel dran rumschrauben. Und auf der Straße sowieso nicht. Du manipulierst ja nichts. Du machst nur ein bisschen Kontrast, Sättigung, Schwarz-Weiß. Halt die normalen Dinge. Mhm. Jetzt stehen wir hier an einer ruhigen Ecke und jetzt kommen die LKWs. Ganz kurz warten. Thomas, noch eine Frage. Wie ist das mit Streetfotografie? Soll ich mal so eine Phase, mal 6 Wochen Streetfotografie machen, im Sinne von, es schult meinen Blick und es hilft mir auch für andere Fotografie? Ich denke, es hilft sicher mal, um den Blick zu schulen, dass du mal rausgehst und schaust, was du siehst, was vielleicht andere nicht sehen, oder du guckst nach bestimmten Farben, um zu sehen, was da alles so
was es für Dinge gibt in der gleichen Farbe, oder du guckst nur nach Schuhen und du merkst dann sofort, dass du dann nur noch solche Dinge siehst und es viel mehr solche Dinge hat, nach denen du suchst, wenn du gezielt danach suchst, also den Blick zu fokussieren. Also selektive Wahrnehmung nennt man das, glaube ich, im Fachausdruck. Und das hilft dir natürlich schon, wenn du auf der Straße fotografierst. Ich denke aber auch, wichtiger ist noch mehr, dass du du lernst schneller zu fotografieren, dich auf die Kamera zu verlassen, nicht lange an der Kamera rumzufummeln, weil du musst ja, es ist nicht wie bei Landschaft, wo du 10 Minuten Zeit hast, um ein Bild zu machen, du hast wahrscheinlich eine Sekunde oder 2 Sekunden Zeit, oder auch mal ein bisschen zu warten, bis etwas passiert an einem Ort, wenn du eine schöne Location hast, schönes Licht, dann zu warten, 5 Minuten, 10 Minuten, eine Stunde, bis was passiert. Ich denke, das hilft dir wahrscheinlich auch, da ein bisschen weniger ein bisschen zu herunterzukommen von deinem Alltag und einfach mal spazieren zu gehen mit der Kamera und schauen, was du siehst. Machst du da irgendwie kreative Übungen oder irgendwas, dass du dir quasi das losgehst und irgendwie Aufgaben stellst für dich selbst? Ich empfehle das jedem, mache es selber, aber selten. Es ist eigentlich schlecht, weil es hilft dir. es hilft dir schon, weil das Hauptproblem ist, du gehst raus und weißt nicht noch, was du suchen musst. Das ist das Gleiche, wenn du ins Auto dich reinsetzt und den Motor laufen lässt und nicht weißt, wohin du fahren sollst. Kannst du ein bisschen um den Block rumfahren, aber irgendwann ist es langweilig. Also du musst gezielt wissen, nach was du suchst, und du wirst sehr viel mehr sehen, weil du genau weißt, was du sehen möchtest. Ich mache es manchmal, ich nehme manchmal auch nur eine spezielle Linse mit, nicht 35, sondern mal sehr weitwinklig. Ich war schon mit 7 mm auf der Straße oder sehr lang, einfach mal was anderes zu tun, das hilft natürlich auch. Aber es hilft immer, wenn du weißt, was du tust, auf jeden Fall. Suchst du dir Inspiration bei anderen Streetfotografen oder bist du so ein einsamer Wolf, der quasi nur seine eigene Kreativität spielen lässt? Ja, ich schaue mir nicht so viele Bilder an, aber ich schaue schon ab und zu. Das Problem ist halt, du siehst wenig gute Bilder. Es soll es nicht überheblich klingen, aber wenn du auf einem bestimmten Level bist, dann gibt es immer weniger, das dich anspricht, auch von dir selber. Du bist sehr, sehr anspruchsvoll, was deine eigenen Bilder angeht. Deshalb ist es schwierig, auch was Neues zu finden. Aber die Kreativität kommt manchmal aus ganz anderen Ecken. Ich schaue ein Magazin an, sehe da irgendwas und denke, das könnte ich auch mal machen. Oder ich sehe was an einem komplett anderen Ort und denke, das wäre mal was für mich, um da mal was auszuprobieren. Oder ich schaue einfach mal, was gibt es alles für Möglichkeiten, was man für Bilder machen könnte. Ich bin jetzt an einem, ich weiß noch nicht, ob es ein E-Book oder ein Videotutorial gibt mit 60 Ideen, kreative Ideen für die Straße, was man alles machen könnte, von ganz einfachen Dingen bis relativ anspruchsvollen Dingen, um dem normalen Fotografen, der vielleicht nicht so viele Ideen hat, ein paar Tipps zu geben. Und ja, da bin ich gerne mal bereit, ein bisschen nachzudenken, was man alles machen könnte. Weil ich habe ja auch immer das Problem, ich bin auch nicht immer motiviert und ich bin froh, wenn ich ein bisschen Input bekomme. Okay, ich glaube, das war's, oder? Ja. Also, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Wir gehen jetzt fotografieren. Langsam wird es auch warm genug, dass man hier irgendwie zur Sonne raus kann, in den Schatten gehen kann. Ich hoffe, ich kann gleich noch ein paar spannende Szenen und Bilder zeigen vom Fotografieren. Ansonsten würde ich schon mal sagen, danke Thomas, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung nach Bern. Und hinter uns ist übrigens das Bundeshaus ein bisschen halb zu sehen. Ich zeige noch ein Bild davon, dass man auch mal ein bisschen Kultur nach Deutschland bringt oder wo auch immer du gerade sitzt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.